Heidenheim gegen den ersten FC Kaiserslautern ist die Partie. Und im strömenden Regen, wie man hier sieht, wir gucken uns kurz die Heidenheimer Aufstellung an, wie die denn spielen mit Schnatterer und legen auch direkt los im Regen. Wir wollen ja unseren zweiten Bundesliga-Sieg einfahren oder generell mal versuchen zu gewinnen. Also gut, gegen Frankfurt waren wir auch nicht pralle. Bin gerade am Überlegen, wir spielen am besten mal Konterfußball. Ja, das war ein klares Foul. Ich drücke inzwischen. Ich habe jetzt mal ein paar Partien gespielt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Drücke ich inzwischen keine Tasten mehr zum Ball abnehmen. Weil man kriegt den Ball eh nicht. Meistens schiebt man den zum Gegner nach ein paar Partien. So 40 kann man das schon mal so sagen. Oh, Hofmann, der Pass war grauenhaft. Der aber auch. So, unser neuer Innenverteidiger, heute das erste Mal in der Partie. Hammerhart. Ja, das war nicht gewollt. Ich wollte eigentlich straight nach unten passen. Aber das Spiel sah das irgendwie nicht so. Ja, nicht guter Pass. Heidenheim hier um Kontrolle bemüht. Gucken wir mal, wie wir das Ganze ummünzen können. Achilla. Bin mir noch nicht ganz so sicher, wie man den Namen denn wirklich ausspricht. Dolly hier. Dolly mal mit Tempo, mit Zug. Und das müsste Eckball, Abstoß. Ich glaube, es gibt Abstoß. Ja, Dolly nicht effektiv hier gerade auf der Seite. Hofmann muss noch ein bisschen was zeigen. In der letzten Partie eigentlich komplett untergegangen. Im DFB-Pokal war er stark. In der Liga bis jetzt. Er hat ja bis jetzt nur ein Spiel gespielt. Das ist übrigens der Grund, warum ich Lakic dann verkauft habe. Weil Lakic auch so ein Spieler ist. Und ich brauche eigentlich mehr bewegliche Spieler. Also das ist nicht der Grund, dass ich den total kacke finde, sondern die sind mir zu unbeweglich. Die, guck mal, der kriegt hier nichts tempomäßig, Beweglichkeit. Ich spiele so einen Fußball nicht. Ich brauche keine Klötze vorne in der Offensive. Ich will da eher keine falschen Zehner haben, falsche Neun. Aber ich will halt keine komplette, lahmarschige, nicht Fußball mitspielende Traube haben. Der Ball auf Saritama, der war richtig nice. Saritama. Dolly. Wenn Hofmann einfach wegbleibt, hat Dolly freie Schussbahn. Vielleicht die Chance per Ecke. Den Ball schieben wir direkt raus. Eine gute Aktion, ein guter Kopfball. Merkt man schon ein bisschen Unbeholfenheit am Ball. Schipziu. Das ist Elfmeter. Heidenheim grätscht Hofmann. Oder Schipziu. Ich habe gar nicht richtig hingeguckt. Aber ich glaube, Schipziu ist es, der weggegrätscht wird. Ja. Schipziu wird unglaublich bösartig hier von den Beinen geholt. Nee, Hofmann wurde unglaublich bösartig hier von den Beinen geholt. Hier, zack. Hammerhartes Foul. Nefkara mit der Chance aufs 1:0. In der 27. Minute. Es ist noch nicht so viel passiert. Und der ist drin. Was für ein knappes Ding. Scheiße. Der ist drin. What the fuck. Eigentor, lol. Okay.
dass es doppelt hat. Die 1:0 Führung für die Lauterer. Ich fand eigentlich, dass das kein Eigentor war. Was soll er machen? Er war am Ball dran und dann klatscht der Ball halt ins Tor. Aber das ist doch kein Eigentor. Dolly. Nefkara. Hat hier nicht die Chance, einen schönen Ball zu spielen. Aber sich ordentlich auf die Fresse zu legen. Nefkara. Und Shipciu. Schön gemacht, Shipciu. Doppel-Zweikampf. Achilla. Knappes Ding. Heidenheim bleibt gefährlich für uns. Okay, da war ich ein bisschen unbeholfen. Ich habe nicht gedacht, dass ich so gut mit dem Ball stehe. Das war echt nicht zu glauben gerade. Naja, Jensen lasse ich nicht schießen. Der ist total unfähig da drin. Aber Nefkara nicht! Nefkara! Was für ein schönes Tor! Was für ein schönes Tor! Was für ein schönes Tor, das 2:0. Jetzt hat er sein erstes Bundesliga-Tor. Eben wurde es ihm noch aberkannt. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Schön geschossen. Schön geschossen. Keine Chance. Der Ball dreht sich noch nach außen weg. Und klatscht dann in den Kasten. Das 2:0. Eben noch den Elfmeter getreten. Aber jetzt hat er sein richtiges erstes Tor in der zweiten Bundesliga. Eben einfach aberkannt worden. 2:0 für uns Lauterer gegen die Heidenheimer. Das heißt noch nichts. Man kann das alles aus der Hand geben in der Realität wie in FIFA. Das geht beides. Kann ich versprechen. Das ist mir nämlich schon mal passiert in FIFA. Dementsprechend seht ihr das hier. Und das war von Hofmann echt grausam. Und er verletzt sich dabei hart. Ja, Hofmann ist verletzt. Hofmann ist richtig schwer verletzt. Und jetzt müssen wir uns noch einen neuen Stürmer holen. Das ist hart. Das ist hart. Damit habe ich nicht gerechnet. Eigentlich unser Ball, den hätten wir gerade erobert. Das war... behindert, das hätte einen Freistoß geben müssen, gelbe Karte, das ist von hinten reingegangen in den Stürmer. Ich meine, klar, Hofmann hat einen unglaublich traurige Ball hat den Ball unglaublich schlecht abgelegt. Aber er wurde auch volle Kanne von hinten weggemetzelt, kann man doch wohl ernsthafterweise so zugeben. Das Elfmetertor war übrigens knapper am knappesten. Also die sind schon teilweise richtig hart in die Zweikämpfe gegangen, die Gegner. Hofmann hier mit einer schönen Grätsche. Und das ist auch Hofmann. Ja, in Bayern hier per Hacke und dann Bolli mit der Chance, aber Fußabwehr direkt da. Hofmann stand Bolli da im Weg. Schöner Pass
rüber auf Hofmann. Und dann hier das Tor und für mich kein Eigentor. Was will er machen? Er ist voll rangegangen. Dann hier die Chance auf das Ausgleichstor, das 1:1. Stattdessen dann ist es Nefkara. Hier übrigens eine gute Grätsche, aber stattdessen dann ist es unser Nefkara, der hier vorbeigeht und dann das Tor erzielt zum 2:0. Die Lauterer-Fans freut es total. Und Karlsruhe VfR Aalen 0:0 zur Pause. Nefkara stark, Cipzio, Baritama, ja, Hofmann. Ja, hinten, wir gewinnen halt nur über unsere beiden Sechser hauptsächlich die Zweikämpfe. Titsch Rivero kommt rein für Riese. Und Bolli hier. Saritama. Bolli. Gut geklärt. Cipzio jetzt hier. Freistoß. Cipzio fault dabei, während er den Ball halt sich zu weit vorlegt. Wollte gerade sagen, da geht der zweimal hart rein in den Zweikampf. Ein bisschen konzentriert muss ich natürlich sein. Harte Grätsche. Generell immer harter, hart rangegangen. Die Lauterer würden da mal bitte ein bisschen mehr Verteidiger stehen. Gefällt mir gar nicht. Gute Aktion. Über Bolli jetzt. Der ist schnell mit dem Ball. Bolli! Aber ein unglaublich schwacher Schuss. Aber unglaublich schnell vor allen Dingen hat er das gemacht. Eine gute Aktion eigentlich. Cipzio wird hier hin und her geschubst. Klatscht dann in den Spieler rein. Also was will er machen? Ich glaube, es gab hier gerade eine gelbe Karte. Und warum die so jubeln? Nefkara hier am Ball. Er wird direkt abgegrätscht. Böde. Der war viel zu flach. Als ob man den hätte verwerten können. Löwe. Achila. Cipzio, für mich ein Foul an Cipzio. Das gibt Freistoß. Gibt das Elfmeter? Nee, es gibt nur Freistoß. Und Freistöße sind bestimmt auch ordentlich viel stärker. Oh, Heidenheim. Knapp drüber. Sippel hier. Wir haben ein bisschen weniger Ballbesitz. Oh, Gott sei Dank ist er da reingesprungen, ey. Gott sei Dank ist er da reingesprungen.
Da hätte auch irgendein anderer an den Ball gehen können. Nö, es muss unbedingt diese eine Person sein. Wir wechseln. Shipzio geht raus und dafür kommt dann, ja. Azuge kommt rein. Ist für mich auch ein guter Spieler. Wir werden noch defensiver. Deswegen kommt auch noch ein defensiver Mittelfeldspieler rein. Schön den Spieler unter Druck gesetzt. Auswechslung hier. Alexandre Chipziu geht raus. Pedro Azuge kommt rein. Schönes Ding von Saritama. Der macht das hier echt gut. Mal gucken, ob wir den nicht gut hereinbekommen. Abgefälscht. Nächste Ecke müsste das geben. Jupp, Löwe. Gute erste Version des Balls, Saritama. Schönes Ding, 3:0. 3:0 durch Böde, 3:0. Durch einen Kopfball, Böde hier. Saritama auf die Außen und Böde. Böde ist einfach, ja, Kopfbälle sind aber auch, finde ich, in FIFA 15 wieder ein bisschen OP geworden. In FIFA 14 waren die am Anfang auch OP. Aber hier sind sie auch auf jeden Fall zu stark. Ja, overpowered. Ihr wisst das ja, dass das overpowered hieß. Zu stark. Der Torhüter kriegt den eigentlich. Und trotzdem ist er dann drin. Also das gab es im letzten FIFA dann nicht. Wenn er den dann so bekommen hat, ist der Ball auch nicht reingegangen eigentlich. Ich meine, ich köpfe den ja aus ziemlich naher Distanz auf den Keeper. Klar, muss man auch mal so sagen, aber trotzdem. Nee. Böde ist ein guter Spieler, aber kein schneller Spieler und dementsprechend Fehler. Da habe ich Riesenschwein, Tüter Bolzen. Der muss eigentlich da rauskommen. Da haben wir einfach nur super viel Luck. Da macht nämlich keiner was. Das muss gelb geben. Böde wird da hart weggefault. Richtig, richtig hart zu Boden geschmettert wird er da. Wir müssen uns auf jeden Fall noch einen neuen Stürmer holen. Nefkara hier. Nefkara hier. Böde. Gute Grätsche. Ja, wir können das auch. Pedro Azuge wird hier nicht gut bedient. Schade für den jungen Mann. Auch wirklich richtig stark eigentlich ist. Nefkara. Riesenfehler, das 1:3, was macht der Innenverteidiger da? Was macht der da? Er steht A, total falsch und B, machen beide nichts. Aber es ist nicht so wild, dramatisch. Es ist auf jeden Fall ein ganz klarer Verteidigungsfehler. Es ist nichts anderes als das. Krass. Aber wir gewinnen trotzdem mit 3:1. Trotzdem riesen Bockmist, den der Innenverteidiger da macht. Anstatt hochzugehen, einfach doof zuzugucken. Pech. Ist der Ball direkt durch? Keine Chance. Ja, ich finde, die Zweikämpfe sind noch nicht richtig justiert in diesem FIFA. Ich kann manchmal drücken, was ich will und ignorieren tun die mich trotzdem. Aber im Endeffekt ist es uns egal, wir gewinnen 3:1. Aber trotzdem finde ich es nicht ganz fair, dass du teilweise, also ihr könnt teilweise in die Zweikämpfe nicht richtig selbst entscheiden, was ihr da macht. Die machen das dann. Sagen wir, wer FIFA 14 auf der PS3 gespielt hat, kennt ähnliche Situationen, ja, wo die Verteidiger sich nicht mehr bewegen, keine Kopfbälle machen, bla bla bla, das gab's schon auf der Old Gen bei FIFA 14. Habe ich eigentlich gedacht, ist bei Next Gen FIFA 14 raus, scheint bei FIFA 15 wieder da zu sein.
Ich weiß es ja nicht. Ich meine, Stellungsspiel, klar. Wenn man also einen etwas schlechteren Spieler hat, dass das Stellungsspiel nicht ganz passt, ergibt Sinn. Ja, finde ich. Aber so teilweise so Aktionen, da denkst du dir nur, what the fuck? Wie mit den Gegentoren der Torhüter. Also teilweise. Ich meine, unsere Tore waren diesmal wirklich schön. Auch der hier, das war vor allen Dingen gut gespielt. Das 3:0 war auch gut gespielt. Wenn auch der Torhüter den Ball eigentlich gehabt hat. Klar, ich meine, ist natürlich realistisch, ist natürlich eine schwere Sache für ihn. Für den Keeper. Dementsprechend gibt das auch Sinn. Aber ihr müsst schon sagen, dass da teilweise nicht so viel zu machen war. Boah, die Grätschen teilweise echt übel. Der Freistoß dann, der deutlich drüber gegangen. Naja, ganz so deutlich ist er dann nicht drüber gegangen. Schnatterer hier. Dann eine unglaublich tolle Parade von den Keeper. Vom Keeper der Heidenheimer. Von Zimmermann. Und dann hat er eigentlich auch den Ball bei meinem Kopfball. Von Böde, der von Saritama hier vorgelegt wird hier. Aber irgendwie sollte das nicht sein. Irgendwie sollte das nicht sein. Nefkara, spielstärkster Spieler. Azoge, ja, der ist da reingekommen. Hier seht ihr das hinten, die Verteidigung. Pff, braucht man nicht zu erzählen. Ist halt irgendwie merkwürdig. Noch Torvorlagen gibt es für Saritama und Jensen. Das ist schön. Und VfR Aalen und Karlsruhe, beziehungsweise Karlsruhe SC und der VfR Aalen trennen sich mit einem torlosen Remis. Das kann auch jederzeit mal, passieren. Aber echt krass. Also der letzte Transfertag, wir müssen uns auf jeden Fall einen neuen Stürmer holen. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich und ich denke, wir werden uns da einen Spieler ausleihen, weil theoretisch müssen wir uns ja keinen kaufen. Wir gehen auf unsere Wunschliste und dann holen wir uns hier Zivkovic, Banega vielleicht nicht, Zivkovic, Banega, was hat denn der? Nee, wir holen uns Zivkovic, wollen ihn einfach nur ausleihen, sonst nix, gar nix, einfach nur ausleihen. Ist Rotationsspieler und bei uns hätte der eine Chance auch auf Einsätze. Weil bei uns ist ein Stürmer verletzt worden mit Hofmann und dementsprechend würde ich da gerne Nachschub haben. Letzter Transfertag, ihr wisst Bescheid. Rums Bums. Angebot angenommen, Spieler verletzt und wir angeln uns dann in der Zeit mal mit einer Saisonleihe von Richairo Zivkovic. Einen Stürmer, der das Ganze dann erstmal ein bisschen ersetzen kann. Und das ist ganz praktisch, dass wir Zivkovic geholt haben. Ist halt nur nicht unendlich, aber das mussten wir tun. Und damit haben wir nämlich jetzt ein bisschen vorgesorgt. Umso besser, ja. Musste auf jeden Fall sein. Spieler verletzt. Ui, 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 ui. Sonst haben wir eigentlich gar nichts mehr zu tun. Wir gucken uns natürlich die Transfers ein bisschen an nachher. Also gleich, wenn die bei 1 stehen, gucken wir einmal quer durch die Liga, wer denn da so zu wem gegangen ist. Müller hier zum Beispiel zu Heidenheim. Ja, bei uns, wir haben 700.000 für Zugänge ausgegeben und haben 3,3 Millionen gekriegt. Das ergibt Sinn. Wir haben uns ja nur die Spieler aus dem freien Markt geholt. Niemanden selbst gekauft. Dementsprechend ist das gar nicht so schwierig. Passiert da nochmal was auf dem Transfermarkt in den letzten Stunden? Da ist nochmal eine etwas größere Summe über den Markt gegangen. Wir gucken mal hier Top-Transfers bzw. neueste. Da tut sich nochmal was. Man City's Company geht zu Chelsea. Das ist echt übel. Hier viele Zugänge für den für die Fortuna. Mal gucken, wer hat denn hier am meisten ausgegeben. Fortuna auf jeden Fall gut dabei. Der Greuther Fürther, die haben auch ordentlich Geld ausgegeben. KSC, Fahndrich hier für 700.000 gegangen. Caceres gekommen. Gorka, Jovanovic gegangen. Diaz gekommen. 1,4 Millionen nur für einen Spieler. Damit haben sie ordentlich investiert. Wir haben relativ viel geholt, aber wenig ausgegeben. Gorka und Contreras für 1,5 Millionen. Und das war es eigentlich auch schon. Es ist nicht mehr so ultra viel passiert.
Vor allem bei uns in der zweiten Liga nicht. Was ja auch irgendwie Sinn ergibt. Dass bei uns in der zweiten Liga nicht so viele Transfers vonstatten gehen, ja? Sorry, der begehrte Trainer. Wupp, wupp, wupp. Gegen den VfL Bochum gibt's als nächstes. Ich glaube, wir haben schon wieder Killerinstinkt. Also so Zukunftsspieler könnten wir uns vielleicht schon mal angucken. Gucken wir uns den mal an. Beobachten und auf meine Wunschliste setzen, den 18-Jährigen. Solche Spieler sind immer gut. Vertragsverlängerung und wer ist denn abgestellt hier? Für Bolivien ist Azuge abgestellt. Transfer-News sind gelaufen. Und ja, wir sind mit 2 Spielen und 6 Punkten. Hätte das gedacht. Ich meine, wir spielen momentan ein bisschen gut. Bolzen auch ein bisschen rum. Muss man schon zugeben. Und mit einem Blick auf die Tabelle verabschiede ich mich schon von euch. Das war FIFA 15 im Karrieremodus. Mit mir, dem Nefkara. Und wir sehen uns morgen, also am Dienstag wieder um 15 Uhr dann, kommt die Folge. Dann gegen den VfL Bochum. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir hören uns morgen, beziehungsweise sehen uns morgen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.